ist wieder Renate und ich habe Liebesgrüße aus Paris. So steht es jedenfalls hier. My little box aus Paris. Und wenn man eine Mail bekommt, die Box ist unterwegs, dann steht da immer My little Paris ist unterwegs. Ja, machen wir mal auf. Meistens mache ich es schon vorher auf, zumindest den Umkarton, aber heute ist er verschlossen. Süß, ne? Sowas macht die My Little Box irgendwie immer. Irgendwas ist innen drin aufgemalt oder gedruckt. Diesmal ist nur dieser kleine Sticker mit Mary Poppins. Mary Poppins. Chasing Sunset. Oh, wie süß. Hier. Das sind echt die hübschesten Boxen überhaupt von der My Little Box, finde ich. Mit Estee Lauder. Echt süß, wie die da auf dem Dach liegen und Musik hören. Greif nach den Wolken, geh deinen Weg, denn über den Dächern liegt dir die Stadt zu Füßen. Steht hier auf der Karte. Die haben immer so ein süßes Motto. Anything can happen if you let it. Mary Poppins sagt, alles kann passieren, wenn du es lässt. Wir haben Mary Poppins, nee, was haben Mary Poppins und Estee Lauder gemeinsam? Beide Frauen sind Superheldinnen des letzten Jahrhunderts und bis heute legendäre Role Models. Role Models? Scheinbar mühelos erreichten sie ihre Ziele und veränderten das Leben vieler. Aber wie haben sie es angestellt? Mit Ausdauer, Kreativität und sehr viel Leidenschaft. So, und dann steht noch mehr hier, aber wahrscheinlich wollt ihr das gar nicht alles hören, aber hier steht noch, hast du Lust, deinen eigenen Beauty-Koffer zu packen mit dem Code, Achtung, MLB, Großbuchstaben, 2-1, sicherst du dir ab einem Einkaufswert von 50 Euro das Mini Advanced Night Repair Serum, 7 ml, on top, von September 21 bis zum 15. November 21 auf estelauder.de und estelauder.at einlösbar. So, das habe ich gesagt. Und hinten stehen noch die Meilensteine von Estee Lauder aufgelistet. Sie hat 1946 das Unternehmen mit ihrem Mann gegründet. So viel wissen wir jetzt schon mal. Und dann haben wir hier High Tails. Scrunchie für hochgebundene Pferdeschwänze. Oder für Knödel auf dem Kopf. Ich frage mich, wie andere Leute, wie andere Frauen das mit langen Haaren machen, mit so einem. Also theoretisch, man holt ja dann die Haare da raus aus dem, wie auch immer der heißt, und legt die dann drumherum. Aber diese langen Haare, die sind ja dann immer noch überall übrig. Deshalb ist das bei mir gar nicht so hübsch geworden, wie ich mir das vorgestellt habe mit dem Knödel. Aber egal, ich stehe jetzt dazu. Und hier in dem kleinen Tütchen ist also jetzt offenbar ein Scrunchie für hochgebundene Pferdeschwänze mit Schläppchen dran. Aber das kann man auch abmachen, wenn man möchte. Und was ist daran anders an dem als an anderen Scrunchies? Kein Lüftchen soll dir die Sicht verstellen, wenn du die Show genießt. Bei der Entwicklung dieses stylischen Haarbands hatten wir den kecken, hochgebundenen Pferdeschwanz vor Augen. Er verleiht deinem Look eine extra Prise Raffinesse und versprüht den Charme lauer Sommernächte. Das Tütchen ist total süß, ne? Aber sie hatten den nur vor Augen, also man kann dann auch einen tiefer gebundenen Pferdeschwanz nehmen. Hübsch, so ein Kreppstoff. Ja, hübsch. Dann haben wir hier ein Säckchen und eine Schatulle. Und hier ist ein Au-dessous de Nuage. Ich weiß nicht, unter den Wolken wahrscheinlich. Nuage. Je ne sais pas. Nur für VIPs. Mini-Portemonnaie. Mini? Das Versteck, das HQ, der Unterschlupf, der auch den nur du kennst und an dem es von Geheimnissen und Erinnerungen wimmelt. In dieser bezaubernden Geldbörse hat dein Kleingeld von nun an stets ein gemütliches Örtchen zum Verweilen. Und das ein oder andere Kärtchen passt auch locker hinein.
Dann schauen wir mal. Also es fühlt sich sehr schön an. Steht drauf, My Little Box. Und aha, und da innen, aha, hier ist Platz für Karten. Wenn, dann musst du jetzt schon mal kippen. Kipp. Gut. Da ist Platz für Karten und da ist Platz und da ist noch so ein kleines Kleingeldfach. Ich muss aber selber auch mal reingucken. Ja, ach, da passt schon ordentlich was rein, ne? Ich mag das. Würde ich damit auskommen? Müssen wir mal testen, ne? Ja, klar kommst du damit aus. Aber mein Portemonnaie ist viel größer. Ja, du brauchst ja nicht alles. Geld gibt es für so, Geld gibt es für so keins mehr. Hast jetzt genug ausgegeben. Ich glaube, ich brauche doch mehr. Aber wir sehen mal. Ich finde das echt hübsch. Die Form ist schön. Ne? Sag was. Ja, Chef. Ja, so mag ich das. Das hätten die aber nicht unbedingt so biegen brauchen. Ne? Das wird dauern. Aber wohl, wenn ich da alles reingebracht habe, dann ist das von alleine wieder gerade. Ne? Ich mag das. Ich weiß nicht, ob das Leder ist. Ich nehme mal an, Kunstleder. Aber ich habe keine Ahnung. Fühlt sich an wie Leder. Riecht auch wie Leder, aber wahrscheinlich ist es... Keine Ahnung. Okay, jetzt schauen wir noch hier hinein. Da steht drauf Golden Hour. Ach ja, jetzt kommen wir zu Estee Lauder. Und, was haben wir da? Drei Teile. Holen wir erstmal eins raus. Ich glaube, das ist ein Lippenstift. Nummer 307 Wicked Glam. Glam. Ich weiß, Glam. Das ist gar kein C, das ist ein G. Wicked Glam. Envy Liquid Vinyl. Flüssiges Vinyl. Der geht wahrscheinlich nie wieder ab. Oh, so ein bräunlicher Ton, ha? Ja, aber geht auch ins Rote rein. Ja, so. Ich glaube, das ist diese... Also, das ist jedenfalls überhaupt nicht die Farbe, die hier so draufsteht. Ist auch gut so. Das wäre ja ein sehr, sehr grelles Pink. Also, das ist, glaube ich, hier dieses Tomatensuppen... diese neue Farbe. Die mag ich gerne. Das erste Mal so einen Lippenstift aufmachen ist wirklich toll. Also auf, gib ihn nicht um. Da läuft doch nichts raus. Ja, das heißt nichts. Der ist garantiert teuer. Der ist auf jeden Fall sehr gut deckend. Das ist eine tolle Farbe. Ja. Das ist diese Tomatensuppe-Farbe. Die ist jetzt total in. Sehr schick. Jetzt ist er meins. Da kannst du dich auch mit Tomatensuppe einschmieren. Ist billiger. Pure Color Envy. Flüssiger Lippenstift. Ich kann mich nicht mit Tomatensuppe ein... Jetzt fällt mir jetzt auf, was du da gesagt hast. Also wirklich, Männer. Tolle Farbe. Und ich glaube Mascara. Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Ich liebe ja die kleinen Mascaras, ne? Mit den großen. Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen. Ich steche mir immer ins Auge rein. Also, wer mich nicht kennt, ich bin 65 Jahre alt. Ich habe ein blindes Auge und ein sehr schlecht sehendes Auge. Mit Brille bin ich aber auf 100%. Also bei dem Auge. Und ich steche mir ins Auge mit großen Mascaras. Immer. Garantiert. Und wenn man sich ins Auge stecht, dann gehen die automatisch zu und ich habe dann alles unten drunter. Immer sehr blöd. Deshalb freue ich mich immer, wenn ich kleine bekomme. So, und auch ein Teil ist drin in dem süßen Säckchen. Pure Color Envy, so heißt wohl die Serie. Defining Eyeshadow. Trocken und nass. Amber. Amber Intrigue. Ich glaube, das ist eine ähnliche Farbe, wie ich halt drauf habe. Kann das sein? Nee, ist heller. Mit einem mini, mini, mini Bürstchen. Mini, mini, mini. Ich weiß gar nicht, wo ich es hinlegen soll. Es hat ein Spiegelchen. Eine Bernsteinfarbe. Amber heißt Bernstein und
Das sieht gar nicht unbedingt nach Bernstein aus, ne? Für mich ist das hellbraun. Für die Dummen ist das hellbraun. Aber sehr, sehr, sehr edel gemacht. Das ist ein richtig schweres Döschen. Ich muss den Pinsel wieder rein. So. Ja, ja, ja. Herr des Hauses, mache ich ja. Fällt mir auch gerade ein. Er hat hier seinen eigenen Platz. So. Ich kann nie sofort in Lidschatten reingehen, wenn der neu ist. Geht nicht. Nee, ich muss das draußen lassen. Ne? Du machst ja gleich ein Foto, richtig? Machst du gleich ein Foto? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß das aber. Du machst immer ein Foto. Du machst immer ein Foto. Ja, dann machen wir heute mal was anderes. So. Und die süße Karte. Ja, also. Was sagt ihr dazu? Ich finde, das war wieder eine tolle Box von Estée Lauder. Kann man alles brauchen, ne? Also wenn man längere Haare hat zumindest. Sonst ist das mit dem Scrunchie ziemlich blöd, ne? Aber ich glaube, ich mache dann hier wieder das ab. Ich hatte doch mal in irgendeiner Box so ein altrosa Scrunchie und da war auch so ein Schlopp dran. Das mag ich nicht. Habe ich abgemacht. Jetzt habe ich so einen Schlopp da rumliegen. Gucken, den kriegt man bestimmt ab. Ich finde das blöd mit so einem. Möchte nicht damit rumlaufen. Ne? So. Okay, ihr Lieben, das war die My Little Box. Ich finde die wieder klasse, wie immer. Und freue mich. Im Sommer machen die übrigens immer eine Box für 2 Monate. War auch dieses Jahr wieder der Fall. Also Juli, August, die kostet dann noch doppelt so viel. Ich glaube, die einzelne Box kostet, glaube ich, 17,90 €. Ja, die ist dann doppelt so teuer und dafür ist dann aber auch immer was Größeres drin. Und davor bringen sie immer eine Handtasche. In diesem Jahr war das nur eine süße kleine Ledertasche in Cognac-Braun und ich liebe sie. Okay, ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund, bis demnächst. Tschüss.